Ich begrüße Sie in diesem Wigwam zur fünften Folge der Channel Novela und die Junggestalten. Ich werde es mir mal etwas bequemer machen und hineinrücken ins Zentrum des Geschehens. Okay. So, da bin ich. Und hier sind sie. Die Hölderleins. Sie kennen die Damen und Herren bereits aus den vergangenen 4 Folgen der Channel Novela Die Umgestalten. Ja, wir sind zu Gast. Wieder einmal bei der Familie Hölderlein in der weitläufigen Dachetage im Berliner Stadtbezirk Pelzelberg. Was ist hier los? Es wurde Abendbrot gegessen und die Sonne geht unter über und hinter den Dächern von Pelzelberg. Die Eltern Guido Hölderlein und Bettina Hölderlein müssen hinaus in die nächtliche Welt einer neuerlichen Pandemie, wo sie mitten im öffentlichen Leben stehend ihre beruflichen Ziele verfolgen, zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle ihrer Familie. Es gab etwas trockenes Armbrot, Holz. Holz ist aber auch gesund, ein gesund Brunnen. Und sie machen sich auf den Weg. Iphigenie, Bob McNeil und Ophelia Edeltraut. Wir machen uns dann mal auf den Weg. Ja, wir gehen dann mal zur Arbeit in den Straßen von Pelzelberg. Ja, tschüss. Wollt ihr gar nicht wissen, was wir da unten machen? Gefährliche Aufgaben, die wir unkonventionell erledigen, zum Erhalt der
zivilisatorischen Errungenschaften unserer Gesellschaft. Ja, aber jetzt nicht. Was, ihr habt keine spontanen Fragen, also wir wären schon gern bereit, euch ihre Auskunft zu geben über unsere Tätigkeiten. Ja, wir überlegen uns für morgen eine Frage, wenn ihr wieder geht. Ja, ich auch. Okay, das ist ja schon mal ein Ansatz, den wir jetzt gemeinsam gefunden haben. Und dann gehen wir mal raus auf die Straßen von Pelzen. Ja, bitte, mach das. Okay, tschüss. Ach, ja, das mit dem neuen Wigwam im Spiele-Eck ist noch gewöhnungsbedürftig. Ja, genau, wir gehen dann mal. Tschüss. Ich auch. Ach, verdammt, jetzt hat es mich auch. Tschüss. Ach ja, unsere Eltern. Wenn sie nicht so streng wären, so manchmal, wären sie auch schon voll lieb. Ja, sie sind auch voll lieb, so, Mann. Ja, meinst du, aber ich meine, Frau Mutter. Hey, Friedrich, lass das da. Friedrich, geh von Kinder, von Frau Mutter weg. Roman, Friedrich hat dir in den Schuh gebissen. Das gibt Ärger. Ach nö, so mit Schuhen hat sie es nicht. Oh, was ist da los? Da ist ja auch Karl. Hey, das hatte ich eigentlich für Milena aufgehoben. Sei doch nicht so. Vielleicht ist sie allergisch gegen Weizen. Könnte sein. Gut, sie sind weg. Die beiden. Dann, Klopfzeichen. Bob Nickli. Der Sohn, der Bub in der Hölderlands. Ergreift die Initiative, während seine beiden Schwestern natürlich gespannt sind. Was? Da Milena in ihrem Versteck auch heute wieder zu berichten hat, nachdem sie rausgekommen ist. Weil die Eltern es gar nicht so toll finden, dass sie ihren Kindern von den Umgestalten erzählt. Diesen seltsamen Wesen, die auftauchen, wenn die Gesellschaft auf der Kippe steht. Haben sie schlechten Einfluss? Die Umgestalten sieht man es an bestimmten Verwachsungen ihres Gesichtes. Sind sie Visionäre, die den richtigen Weg zeigen? Auch das kann man an den Verwachsungen in den Gesichtern erkennen. Ja, gehören die Eltern Guido und Bettina Hölderlein zu den apokalyptischen Umgestalten oder eher zu den Visionären, zu den Autistischen oder zu den einfach den Keim der Umgestalten verbreitenden Verteiler Umgestalten? Wir müssen es herausfinden mit Milenas Hilfe. Ja, müssen auch die Regelung öffnen. Ork. Ach, da bin ich wieder. Boah, wir haben ein bisschen frische Luft außerhalb der Mattenkugeln. Ja, ich mach mal was rein. So, habt ihr irgendwas zu knabbern? Ja, es ist noch ein bisschen Weizen da. Ach ja, das mag ich eigentlich ganz gern. Und hier Holz? Ah ja, das reicht. Man darf auch nicht zu viel futtern im Versteck. Ihr wisst, die Toiletten gibt es hier nicht. Im Kleiderschrank. Ja. Hey, Milena. Erzähl uns doch wieder von den Umgestalten. Na klar, das müsst ihr natürlich wissen. Eure Eltern sind ja auch betroffen und ihr mit ihnen. Hier ist er schon. Das geheime Tagebuch von Dr. Jäger. Dem Urgroßvater von Milena. Die als Au-pair-Mädchen ihren Weg hier nach Petzelberg gefunden hat. Und eigentlich aus Ecuador stammt. Genau genommen von den Galapagos-Inseln. Wo ihr Großvater verstarb. Als Mumie fand sie ihn wieder in einer Pelzrobbenhöhle. Und mit ihm sein geheimes Tagebuch über die Umgestalten. Die Kinder machen sich's gemütlich und Milena erzählt die Geschichte weiter. Das letzte Mal waren wir bei Tupac Yupanqui, dem blühenden Inka-König stehen geblieben. Eine visionäre Umgestalt mit einem Sporn an der Zeichen. Nun
kommen wir zu Atahualpa. Atahualpa, dem letzten Inka-König, der auf dem Gebiet, das Tupac Yupanqui viele, viele Jahre zuvor zur Blüte getrieben hat, für extreme Verwüstungen sorgt. Ja, er hat eine martialische Erscheinung, der Atahualpa. Aber auch bestimmte Verwachsungen an den Ohren. Sieht aus wie Schnecken. Ja, wie Schnecken die Ohren. Schneckenhäuser. Und einen gelb-orangen Zahn. Vielfach gezackt. Und eben diesen sehen die Kinder Tag für Tag. Auch im Gesicht ihres Vaters bei Guido wachsen. Und auch er hat Verwachsungen der Ohren, indem er Weintraubendoldenartige Ohrläppchenmassen ausbildet. Und aber Atahualpa hatte auch einen Hautsack am Hals, der sich verborgen hat. Und er wurde zur apokalyptischen Umgestalt, die bei der Verheerung und Aggressivität, die er in seinem eigenen Lande zur Wirkung brachte, zur Entfaltung brachte, innerlich so ausgehöhlt war, dass er den Konquistadoren und Pizarro nichts entgegensetzen konnte. Ausgehöhlt traten ihn die paar spanischen Eroberer in die Tonne und errichteten ihre Schreckensherrschaft in Südamerika. Eine apokalyptische Umgestalt. Aber auf den Galapagos-Inseln tauchten auch neue Umgestalten auf. Piraten errichteten dort ihre Stützpunkte. Lange nachdem Tupac Yupanqui dort war, lange nach den Spaniern, die eine Stippvisite dort machten, tauchten die Piraten auf. Captain Silver zum Beispiel auf seinem Stützpunkt auf der Insel Santa Maria. Und er wurde eine weitere dokumentierte umgestellt. Doch dazu mehr in der nächsten Folge. Denn die Kinder hören die Eltern, die Katzen hochkommen. Milena, die Eltern kommen schon wieder zurück. Wir hören mal die Tür blockieren. Krall. Schnell, versteck dich die Mappe mit. Das ist das geheime Tagebuch von Uropa Dr. Jäger. Schnell hier rein. Ja. Schnell hier das Körperchen zu. Kinder, seid ihr da? Ja, Guido, Herr Vater, ja, Bettina, Frau Mutter, wir sind da. Verdammt, der Koffer. Was hat denn da geklappt? Das war der Bettkasten. Wir wollen schon ins Bett. Sehr gut. Denn Abendstund hat nicht immer Gott. Dann geht durch zur Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht, Bob McNeil. Gute Nacht, Iphigenie. Gute Nacht, Bob McNeil. Gute Nacht, Ophelia. Gute Nacht, Iphigenie. Gute Nacht, Ophelia Edeltraut. Gute Nacht, Iphigenie. Gute Nacht, Bob McNeil. Na und auch, wir sind jetzt so weit, dass ich Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der geliebten Künste, mich empfehle und wie immer zum Ausdruck bringe, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir uns wiedersehen. Zu anderer Stelle, in anderer Welle, zu anderer Zeit, aber hoffentlich bald. Und es wandern die Steine am Grunde der Elbe. Es liegen drei Kaiser begraben in Magdeburg. Im Dom. Ja, im Dom. Wo ist denn die Maultrommel? Da ist sie. Da ist die Maultrommel. Und die müden Glieder
strecken sich. Es sind leider keine Hasenfüße. Nein. Es sind die Beine des älteren Herrn NN, der sich von ihnen auf den Knien verabschiedet. Karl und Friedrich jagen sich gerade. Karl hat ein Stück Bart von Friedrich abgefetzt. Das gibt's nicht. Ich muss für Ordnung sorgen. Aber auf Knien geht's in die Welt hinaus. Und mit trockenem Munde und der Lust nach frischer Luft wünsche ich Ihnen, gebe ich Ihnen mit auf Ihre Wege ein gut Muck, 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 ein gut Muck. Und das war die fünfte Folge. Fünf Finger hat die Hand. Und hinaus geht es ins weite Land.